Westwing, schön, dass ihr heute da seid. Ich zeige euch meine Dreizimmerwohnung in München. Ich bin Sarah, bin 30 Jahre alt, beruflich Verkaufsleiterin und wohne jetzt hier seit circa 2 Jahren mit meinem süßen Hund Pino in dieser schönen Wohnung hier in München. Als ich die Wohnung das erste Mal besichtigt habe, wusste ich sofort, dass ich hier wohnen will. Denn der Raum war einfach so schön, sonnig und lichtdurchflutet durch die großen Fensterfronten hier und es hatte einfach eine schöne Energie. Das Besondere hier ist, dass ich zwar in München wohne, aber am Stadtrand bin. Das heißt, ich wohne direkt am Wald und das mag ich total gerne, weil ich einfach super gerne in der Natur bin, mit dem Pino spazieren bin oder einfach am Morgen, wenn die Sonne scheint, im Wald joggen gehe. Also wenn man in meine Wohnung kommt, dann sieht man, dass es schon sehr elegant und minimalistisch gestaltet ist. Und ich habe einfach klare Linien, wie zum Beispiel hier dieses Lendensofa, mit organischen Formen kombiniert. Und mir war auf jeden Fall wichtig, dass es trotz den neutralen Tönen hier gemütlich wird. Deswegen habe ich verschiedene Materialien eingesetzt, wie zum Beispiel Stein, Holz, aber auch eben verschiedene Textilien, wie man jetzt hier an den Kissen sieht. Ich bin von meiner Persönlichkeit her sehr energiegeladen und dynamisch und genau deswegen habe ich mich für einen sehr reduzierten und natürlichen Einrichtungsstil entschieden, um einfach nach einem stressigen Tag hier wieder runterzukommen. Für mich war wichtig, goldene Elemente reinzubringen, wie zum Beispiel jetzt hier bei diesem Kerzenständer, bei meinem schönen großen goldenen Spiegel oder auch hier mit der Vase. Denn Gold bringt für mich einfach nochmal die gewisse Wärme in den Raum und zeigt auch ein bisschen Eleganz. Sieht man auch hier, ich liebe Goldschmuck und habe das einfach auch gerne in meiner Einrichtung. Ursprünglich war eine Mauer zwischen der Küche und dem Wohnbereich. Also es waren einfach 2 separate Räume und ich habe mich dann einfach dazu entschieden, die Wand zu entfernen, um dann ein offeneres Wohngefühl zu haben hier. Also für die Küche war mir auf jeden Fall wichtig, dass sie sich natürlich gut ins Wohnzimmer auch hier einfügt. Einmal farblich natürlich, aber auch von der Form. Und deswegen war mir super wichtig, dass es eine dezente Farbe ist. Ich habe mich jetzt für Off-White entschieden mit einer schönen, dezenten Steinplatte. Mein Traum war es immer, eine Kücheninsel zu haben und das konnte ich hier ganz gut umsetzen mit so einer halben Insel. Es ist einfach schön, wenn man in der Küche ist und gerade kocht und die Gäste hier im Wohnzimmer sitzen. Mir war wichtig, dass man hier auf der Couch nicht nur den Blick zum Fernseher hat, wie man das ja doch ganz oft sieht, sondern habe hier nochmal einen schönen Sessel eingesetzt und den Altopuff. Und dadurch haben meine Gäste einfach viele Sitzmöglichkeiten hier. Mach es dir in der dunklen Jahreszeit so richtig gemütlich. Unsere Lampen und Leuchten aus der Westwing Collection sorgen für eine behagliche Stimmung und ein einzigartiges Ambiente. Viel Spaß beim Shoppen! Mein absolutes Lieblingsteil hier im Raum ist auf jeden Fall mein schöner, großer, runder Esstisch. Das ist ein Marmor-Esstisch und ich mag ihn einfach super gerne, weil es Naturstein ist und Naturstein sowieso immer sehr individuell ist und sich der Tisch super schön ins Gesamtkonzept einfügt. Als ich dann diesen schönen Natursteintisch bekommen habe, habe ich mich auch dazu entschieden, die Stuhlbeine einmal umzulackieren. Denn die waren davor tatsächlich schwarz und jetzt im Beige fügt sich das einfach noch viel schöner ein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, spiele ich gerne mit den verschiedensten Materialien, um Gemütlichkeit reinzubringen. Deswegen habe ich mich für einen Steintisch entschieden mit Stoffstühlen und einer individuellen Glaslampe mit diesen schönen Bubbles. Und die bringt einfach auch nochmal ein super schönes Licht rein. Und wenn ihr auch noch auf der Suche seid nach einer coolen Lampe, dann schaut doch gerne im Westwing Shop vorbei. Da gibt es die hier oder die Bogenlampe Cora, die ich auch erst ganz neu habe. Meine Leidenschaft für Interior habe ich auch erst vor 2 Jahren entdeckt, als ich hier eingezogen bin. Und wenn ich mich für ein Lieblingsprodukt entscheiden müsste, was man auch hier überall in der Wohnung findet, dann sind es definitiv Vasen. Ich mag ganz besonders die Ecke hinterm Esstisch, weil es einfach nochmal super schön aussieht in Kombination mit dem Holzstuhl und dem schönen großen goldenen Spiegel.
Was ich auch total ästhetisch finde, sind Strukturbilder. Die findet man hier auch überall in der Wohnung. Und ja, das Strukturbild über meinem Bett habe ich sogar selbst gemalt. Wie ihr seht, sind bei mir hier in der Wohnung fast alle Wände weiß. Und im Schlafzimmer habe ich mich dazu entschieden, die Rückwand hinterm Bett in einem leichten Beige-Ton zu streichen, um da auch noch mal mehr Gemütlichkeit reinzubringen. Ein weiterer Tipp für mehr Gemütlichkeit im Schlafzimmer ist definitiv ein schöner, großer, kuscheliger Teppich, der am besten direkt unterm Bett platziert wird, sodass man morgens aufsteht und einfach schon ein schönes, weiches Gefühl unter den Füßen hat. Das Spiel mit den verschiedenen Materialien zieht sich bei mir wirklich durch die gesamte Wohnung. Und auch im Schlafzimmer sieht man zum Beispiel den schönen organischen Holzspiegel in Kombination mit dem Beistelltisch in Travertinoptik. Das Bad sah davor auch ganz anders aus. Es hatte weiße Glanzfliesen und hat auf mich wirklich kahl und irgendwie kalt gewirkt. Und deswegen habe ich mich entschieden, Fliesen auszuwählen, die zum einen in einem großen Format sind und zum anderen in so einem schönen, warmen Graubeige sind. Dadurch, dass das Bad nicht so groß ist, habe ich mich für einen schönen, runden, großen Spiegel entschieden. Und durch die Reflexion wirkt der Raum einfach noch mal viel größer. Das Bad soll ja auf jeden Fall auch ein Raum sein, in dem man sich wohlfühlt. Und deswegen ja, würde ich auf keinen Fall eine grelle Deckenbeleuchtung einsetzen, sondern auf jeden Fall viele kleine Lichter, die sich am besten auch dimmen lassen, um da nochmal ein schönes Ambiente reinzubringen. Auch im Bad darf die Deko natürlich nicht fehlen. Deswegen habe ich auch hier die schöne Vase Latona eingesetzt und dekoriere sie immer mit schönen frischen Blumen. Ich habe das Glück, dass ich noch ein drittes Zimmer habe. Deswegen habe ich daraus einen Mix gemacht aus Ankleidezimmer und Büro. Und dadurch, dass ich den Kleiderschrank jetzt ausgelagert habe, habe ich im Schlafzimmer einfach noch mal mehr Platz. Das Schöne am Schreibtisch ist, dass er einen wirklich schönen, warmen Holzton hat und auch noch mal über Stauraum verfügt. Und das ist mir besonders wichtig, weil ich in der ganzen Wohnung eher geschlossene Fronten habe und keine offenen Regale, weil es auch noch mal ein bisschen mehr Ruhe reinbringt. Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen und wenn euch dieser Look auch gefällt, dann shoppt ihn doch gerne bei Westwing nach. Tschüss!